Und willkommen zurück zur nächsten Folge Wolfenstein. Wir sind ja hier schon vor die ganze Zeit gestorben. Jetzt gehe ich mal hier den Weg runter. Ja. Und schau mal, was jetzt überleben. So, den ersten Kommandanten haben wir schon mal. Komm, nimm noch die Enigma-Karte. Ey, was soll denn das? Oh, krass, krass, krass. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht hier. Mal jetzt nicht gleich wieder verrecken. Komm. Wow, von hinten. Ja, super. Sie scheiße, ey. Kommt der von hinten hier? Ja, okay. Nehmen wir wieder hier so eine Lasergun. Noch einer! So, der wurde schon mal gebrutzelt. Ach, war der Kommandant oder was? Der Große jetzt oder was? Mal die ganze Rüstung hier auf. Oder der liegt bloß auf dem Haufen mit dem. Das kann natürlich auch sein. So, den anderen Enigma-Code, den habe ich ja auch geholt. Genau, weil die möchte ich hier nicht liegen lassen. Dann gehen wir mal zuerst mal hier hoch. Was ist denn jetzt eigentlich hier mein Ziel? Zur Hangarbucht sollen wir zurück. Ah, okay, das ist hier. Oder zumindest hier ist der Aufzug davon. Oh, Munition. Oh, da ist auch noch ein großer. So, Rüstung wieder schön aufklauen jetzt. Sind wir wieder bei der Hangarbucht, oder? Ach, hier, jetzt ist hier offen. Da die Lasergun, die ist schon mächtig. Ich höre doch schon wieder hier. Ach, das sind. Ah! Oh. Na, kommt rein. Oh, ich will doch zur Frau Engel. Ja, dann gehen wir halt. Warte. Ach, hier ist die Leiche. Nee. Bitte eine anständige Beerdigung. Los geht's. Ach, das ist ja auch ein kleines U-Boot. Na, scheiße. Alles hat nicht geklappt. Max, Max, Leute! Hört zu! Wir haben eine Strategie! Caroline hatte einen Plan! Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien! Die USA zu befreien! Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien! Und genau das werden wir verdammt nochmal tun! Für Caroline! Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo. Sie hat eine Chance verdient. Sie hat mich gerettet. Und Captain Blazkowicz auch. Also,
Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen diese Gruppe finden und für unsere Sache gewinnen. Wir brauchen Unterstützung von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Leute zur Revolte bringen. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Oh, was denn jetzt wieder? Unterwasserbomben! Oh. Anja, an so nah! Ich kann Ihnen dabei helfen. Einen Moment! Oberfläche durchbrochen! Mehrere Objekte! Das ist Frau Engel! Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in Ihrem U-Boot sendet Ihre Position! Was sagen Sie? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus Ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sie sind die Tür. Einer ist ein Verräter. Das kann nicht. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Kerl, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Mal schauen, wer hier ist. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge. Hierher. Nehmen Sie das. Lasergun. Yeah. Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Sind da so viele unten? William, finde den Sender und schalte ihn aus. Sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, in eine kleine Wäschekammer. Haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Alles klar. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Dann schauen wir doch mal. Hier leben. Oh, hier höre ich doch schon wieder welche. Lesen? Tagebuch eines Soldaten. Schau, was auf uns wartet. Na, ich höre doch schon was. Gar nicht mitbekommen. Oh, Granaten. Jetzt wissen wir auch, wie sie sich schmeißen. Ja, tut mir leid. Aber hast du schon vergessen, was vor... Oh mein Gott, wer ist es? Beschütze Kommandant! Beschütze den Kommandant, ja. Beschmeißt ihr uns mit Wasserbomben? Bewegen uns mal leise durch. Ah, der steht so. Noch ein. Können wir hier die eine Waffe aufladen? Nur die Lasergun. Aber die habe ich ja nicht. Oder nicht dabei, sagen wir es mal so. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Voller Dank, Atomsprengstoff.
Turmspringköpfe. Er erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken können. Wie konnten sie denn das noch übersehen, ey? Limit erreicht, okay. Auch hier mal noch was zum Lesen. Wo ist das denn? Nochmal ein Tagebuch. Wo muss ich denn jetzt lang? Ah, hier. Na, scheiße. Aber hier hat schon einen erwischt. Die will echt mein U-Boot versenken, die Alte. Sehr gut. Ach ja, hier lang. Hier geht's nochmal ein Stück runter, komm. Senden liefert da unten Signale raus. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Tja, doch hier schon wieder einen großen Laufen. Kommandant ist schon mal aus. Andere ist hier unten, glaube ich, oder? Hier rechts. Das muss doch hier unten sein, oder? Oh, jump halt runter, Mann! Ja, jetzt muss ich mal schnell in den Nahkampf gehen. Oh, fuck. Das hat ja am Anfang nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ey, wie viele sind denn hier noch? Rüstung. Na, hier, Mann. Noch einen. Oben sind noch irgendwo welche. Komm, wo steckst du? Komm raus. Irgendwo ist noch einer. Hier könnten wir wieder die Laserwaffe auf. Von wo? Kommt denn der jetzt her? Von der Seite hier. William, ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Ja, hoffe ich auch mal. Vielleicht wollen die es über die Luft jagen oder irgendwie sowas. Ja, weiter. Lesen? Hier so eine Postkarte oder was? Was ist denn los mit mir? Ja, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Man muss schauen, wo wir hier weiterkommen. Aber wir sind doch eigentlich von da hinten gekommen, oder? Von hier sind wir gekommen. Oh, hier haben wir noch eine Axt. Jetzt da weiter? Oder sind wir hier rein? Na, hier kann man nur so durch. Irgendwo muss hier weitergehen. Nehmen wir den toten Kommandanten.
aber die anderen. Müssen wir wieder hoch, denke ich mal, oder? Da waren wir ja, da ging es nicht weiter. Hier hätten wir noch eine Rüstung. Gleich da hinten irgendwo. Aber hier kommen wir auch nur runter. Hier würden wir auch nur wieder runterspringen. Ach, Mensch. Wie habe ich denn das bitte übersehen hier? Gehen wir mal da oben rein ins Loch. Komm. Nee, mag er nicht. Ach, das ist hier, dieser... Ah, hier. Sich im eigenen Unmut verstecken zu müssen, da wird einem ja schlecht. Sehr gut. Wo steckt der Kommandant hier? 19... Den können wir auch noch von hinten ausschalten. Ach, jetzt habe ich deine Axt geworfen. Das hätte ich ja gar nicht schmeißen brauchen. Der müsste ja gleich um die Ecke sein, oder? Ah, Hauptkontrollraum. Muss einen Weg hineinfinden. Kommen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Kommt der raus, oder? Nee. Ah, hier. Das war's mit dem Kommandanten. Das mit der Axt werfen, das ist auch richtig geil. Oh, hier haben wir Batterien. Dann stellen wir das Ganze mal ab hier, oder? Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleider. Ja, super, Sommerroller Alarm. Lässt dich dann raus. Ach, komm schon. Geh doch rüber. Nee, da war schon wieder ein großer. So, vorsichtig jetzt. Ah nee, das ist hier so ein Standgeschütz. Ja, ist klar, jetzt kommt doch einer von hinten, ey. So. Komm, geht sterben. Was kommt denn da jetzt? Ganz da hinten ist auch noch einer. Leben oder Panzerung wäre nicht schlecht. Irgendwo ist hier noch ein Kommandant. Hier. Wir haben ihn. Die Sau. Enigma-Code haben wir wieder erhalten. Hm, da lang oder da lang? Okay, das wäre nur so ein... Hätten wir so umgehen können. Egal. Ah, Rüstung. Perfekt. Sind wir wieder im Müllschacht oder sowas? Sind wir jetzt wieder auf normalen Deck, oder?
sehr gut. Ja, es sind noch die Wasserbomben. Wäscherei, oder? Ja, anklopfen, komm raus da. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Haben so einen kleinen Schrein aufgebaut. Oh, ein Torpedo. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Kommt weg, ist so. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Hey. Ja. Yeah. Herein, Captain. Sie war nicht beim Begräbnis bei. Ich? Ich konnte es nicht, okay? Das ist zu viel. Caroline hat mir mehr bedeutet als jeder sonst auf diesem verfluchten Boot. Und jetzt wird erwartet, dass ich das Zepter übernehme. Kapiert? Schauen Sie mich doch an, ich kann nicht mal Kopfhörer finden. Im Führungskurs in Harvard bin ich durchgefallen, verstehen Sie? Ich hab sie hier irgendwo hingelegt. Wo zum Teufel sind sie? Ah! Und dann noch dieses verdammte Klingel. Scheiße! Sie können nicht aufgeben, Wyatt. Das tun wir nicht. Ich bin nicht dumm, Captain. Ich hab ihre Augen gesehen, als Frau Engel sie in ihrer Gewalt hatte. Denn das Feuer ist weg. Und sie fahren jetzt auf Autopilot, bis nichts mehr geht. Hab ich recht, Captain? Dann los mit ihm. Oh, Gott sei Dank. Ich hab hier ein paar Sachen von Jay aus dem Berlin-Versteck. Alte Aufnahmen und so, nur als Andenken. Der hat einen echt heißen Draht gespielt, was? Ja. Ja, er machte es laut. Wir sehen uns dann, Wyatt. Bis später, Cap. Hey, Captain. Gehen Sie zu Seth. Er wollte Sie nochmal untersuchen und sehen, wie es Ihnen geht. Ich glaube, er ist in der Werkstatt. Blenden geht's mir doch. Seth. Er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Genau. Und damit beende ich jetzt die Folge. Schon lang genug gedauert. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalte wieder ein, wenn es Wolfenstein heißt. Macht's gut. Ciao.